Ja, und dann sind wir in einem neuen Teil angelangt zu The Darkness 2. Wir sind hier an unserem Kreuz gehängt worden. Doch jetzt geht unsere Reise weiter. Vielleicht hinter dieser blauen Wand. Und ab in die Freiheit. Prison Break. Project the darkness. Never. I'm done with you. Do not let them treat me. Merkwürdige Gegend hier. Und sollte man die Macht entziehen? Doch die Dunkelheit versucht Jackie zu kontrollieren. Doch Jackie kann sie nicht kontrollieren. Oh my goodness. Unsere Freundin. Und wir hängen wieder in dem Blutbad fest. Jenny. Jenny's dead, idiot. Focus. Either the darkness or your dear old Aunt Sarah is worm food. I can't. You leave me no choice but to use the siphon, Mr. Peevish. The binding rituals are nearly prepared. Won't be long now. Good. Keep working him over. I want him as weak as possible when the ritual begins. Bin! Tick! Resist! Ja, und Jesus befreit sich von seinem Kreuz. Am dritten Tag ist er auferstanden. Doch hat er Ähnliches getan? Wie wir es getan haben? Du wirst nicht flüchten. I tried to give you an out, Jackie, so don't ever say you weren't given a choice. You bought this on yourself, and you've bought it on your family. I was Leben oder sterben. Du hast die Wahl. Jackie, the darkness won't let you, but by the time you get out, your Aunt Sarah will be gutted and boned, and you'll have gained nothing. Think about just how powerless you are, because next time, I won't ask so nicely. Game over. Mögen die Spiele beginnen. Gleich hören wir unser Tonband, was wir zu tun haben. The Siphon! For Jenny! Du sprichst noch? Nach. Kläglicher Nach. Gib mir dein Herz. Ach, eine Shisha. Shisha rauchen wir doch gerne, oder? Lächerlich. Graden wir uns hier nur mal so ein bisschen ab. Was machen wir denn? Wir haben eigentlich Geld. Changen wir mal die Gruppe. Was gibt's denn noch hier Feines? Das hört sich doch nice an. Das nehmen wir doch direkt. Das können wir nicht nehmen. You must put health. Das müssen wir noch upgraden, damit wir da rüberkommen. Nehmen wir direkt das nochmal. Und dann haben wir nämlich kein Geld. Mit neuen Upgrades gehen wir ins Gefecht. Wow, what the hell? Sind wir wieder zurückgelaufen? Das brennt hier alles. Gibt's hier einen Feuerlöscher oder sowas? Oder einen anderen Weg vielleicht? Sie hängt da auch noch. Das tut weh. Vor allem haben wir Licht und Ende. Boah, ich komme hier nicht mehr drauf klar, wie hell das hier ist.
Wir müssen uns einen anderen Weg. To see backspace to see you. Klingt wie, aber tut sich nichts. Und hier ist Licht ohne Ende. Stay away from the light. Witzig, witzig, witzig. Leicht ist dieser Part ja nicht, muss ich ehrlich sagen. What the... Da hin hier. Da weiter, okay. Hier durch. Wow, wow, wow. Sprinnen wir hier durch das brennende Gebäude. Folgen wir mal der Person, die da vergeblich versucht, hier zu flüchten. Ei, what the hell? Ei, wir sind wieder in unserem Bordell. Ei, 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 ist das hier heiß? Ist das hier heiß? Oh, durch. Get away from the light. Get away. Ich sehe nichts mehr. Nein, nicht doch. Monika. Mann, 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 Mann. Ist das hier eine Geschichte? Das sage ich euch. Sterben können wir gut. Da, wir folgen jetzt einfach mal unserer Zahl. Sowas sollten wir vielleicht mal öfters machen. Da lang. Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Ich glaube, wenn da steht Stay away from the light, ist es dann auch schon zu spät. Ja, wir sind falsch gelaufen vorhin. Oh, nee. Hier wird's wieder gleich wieder zu hell. Hier ist eine Leiter, die nehmen wir doch direkt. Ja, ja, stay away, away from the light haben wir jetzt auch schon genug und oft gehört. Und dann will man uns tatsächlich noch an den Kragen. Raus hier. Ey, sag mal, geht's noch? Und die haben es tatsächlich geschafft, mich zu zerfleischen. Rache ist süß. Sag mal, geht's noch? Tja. Das passiert, wenn man mich angreift, mein Freund. Und dann kommt da einer tatsächlich von hinten und kloppt uns den Kopf weg. Ich glaub das nicht. So. Wir sprinten jetzt hier einfach mal durch, denn wir wollen heute noch was sehen. Ich glaub, ich frisst ein Pferd. Ey. Oh, meine Fresse, man spawnt ja auch wieder mit 1% Energie. Sprinten sie jetzt einfach geradeaus durch. Ja, nehmen wir ihn doch hier einfach mal. Der trifft ja auch nicht mal. Was ist denn das für ein Noob? Und er schlägt uns auch die ganze Zeit kontinuierlich. Shoot enemies. Witzig. Er greift die noch nicht. Ja, toll. Ey, sag mal. Den nimmt ihn doch nicht. Meine Güte. Jetzt sind wir aber echt scheiße dran. Scheiße sind wir jetzt schlecht dran. So, gezielt muss es sein. Da will uns aber wieder jemand in den Kragen. Na, wo ist dein Herz? Gib es mir. Ab ins Feuer mit dir. Klicklicher nach und wir fressen ihre Energie auf. Endlich können wir in Ruhe diese Tür hier auch entriegeln. So. Kopflos bist du. Kopflos.
Und ab in den Grill mit dir, mein Freund. Nee. Du wirst gegrillt. Energie. Am geilsten wäre es ja jetzt, wenn die anfangen würden, auf uns zu schießen. Mit ihren AK-47er. Ich sollte mich öfters umschauen. Diese Tür kommt mir doch souverän vor. Raus hier. Aus der Hölle. Oh, Gobi! Unser bester Freund. Da wollen wir unseren Jackie doch tatsächlich wieder abholen. Mal sehen, wie weit wir kommen werden. Natürlich will uns versuchen, hier jemand wieder aufzuhalten. Wir brauchen Energie. Tja, wer hätte das erwartet? Von komischen, wirrwarren Zombies. Und sein Kollege sieht, was mit seinem Freund passiert. Doch er schlägt trotzdem weiter auf uns zu. Das nenne ich doch mal geisteskrank. Oder findet ihr nicht? Tja, nehmen wir ihn doch mal mit. Nicht, dass er seinem Freund noch was von erzählt. Von seinem kurzen Leben. Was will ich tun? Wir haben ihn mit dem Ventilator zersplittert. Tja, das Spiel hört tatsächlich nicht auf, spaßig zu werden. Zack. Und dann... Ach, schade. Ich dachte, der Spaß hört nicht auf. Wir nehmen ihn auseinander und teilen ihn in zwei. Nehmen uns hier einen schönen Ventilator und schießen doch einfach mal unsere Freunde auf der anderen Seite einfach mal ab. So einfach geht das. Reißen wir hier die Wand raus, holen uns den Ventilator raus und zick, zack, Pimmel ab, würde ich einfach mal sagen. Ja, wirrwarres, unnützes, uninteressantes Zeugs. Ja, genau, flasht mich mit euren Licht. Das ist doch die beste Taktik, die ihr doch von Anfang an anwenden konntet. Doch ich bin sofort wieder im Schatten. Ich bin Batman. What the hell? So, unsere Lieblingswaffe ist wieder in unserem Besitz. Und so eine Stange könnten wir jetzt vielleicht gebrauchen. Sehr interessante Features, die es hier in diesem Game gibt. Habe ich schon oft genug gesagt. Hier war doch wohl noch jemand mit der Wumme, oder? Da bist du. Tja, das hat dir noch nicht gereicht. Da musst du wohl in zwei geteilt werden. Dich nehmen wir auch nochmal. Du kriegst auch nochmal einen Freiverzehr. Heute für Ladies 30 Euro Freiverzehr. Da war doch eine Wumme eben. Die nehme ich doch gern. Ja, Licht. Licht. Können wir hier ein bisschen rumballern. Bisschen Fernschaden wieder anrichten. So einmal. Du kriegst auch noch mal eine. Wir nehmen noch mal einen zweiten. Du da oben kriegst deinen Partner noch mal entgegengeworfen. Oder auch vielleicht so ein paar Schüsse von einer schönen Pumpgun. Das ist doch alles drin im Angebot. Energie wäre jetzt nicht schlecht. Wir muxen lieber die Munition ab.
Das ist auch alles möglich. Dann krallen wir uns mal ein bisschen Energie in unser Arsenal. Und den Rest kriegt ihr hier mit dem Ventilator einfach durch den Körper gefetzt. Wir kriegen gerade kontinuierlichen Schaden ab, merke ich. Und es wird gerade ziemlich kritisch. Tja. So kritisch, dass wir wieder dran glauben mussten. Ja, es ist schon sehr spät. Meine Konzentration lässt schon nach. Aber ich versuche diesen Part mal so schnell ich kann für euch nochmal durchzuspielen. In der Regel dauert das nicht lange. Ja, sag mal, wirst du ihn jetzt wohl greifen? Das verstehe ich nicht. Muss das Maschinengewehr da wieder dran, wa? Und er schießt weiter. Er wehrt sich bis zum geht nicht mehr. Er hat deine Frau und Kinder. Das arme Kind. Frau und Kinder. Doch Jackie macht keine Rücksicht auf Verluste von irgendjemand. Oh, Blendgranaten werden jetzt hier sogar durch die Gegend geschossen. Eine sehr interessante Maßnahme, hier jemanden zu killen, der wirklich kein Licht ab kann. Na, komm doch raus aus deinem Versteck. Na, willst du es? Ist das geil? Tja. Jetzt geht's hier wieder richtig los. Da sind wir ja abgekratzt. Ventilator ist wieder in unserem Besitz. Einmal. Noch ein Ventilator. Den nutzen wir dann mal für diesen Kollegen hier. Noch ein Ventilator. Den bekommt jetzt... Wir wurden doch von hinten von irgendjemandem doch mal abgeschossen. Er versucht auch sein Glück mit seinen Stäben. Ja, da war doch was. Oh, kleiner Fehlwurf. Das macht nichts. Einmal. Lass an der Waffe. Und ein bisschen Energie. Und ein Stab. Sehr präzise, sodass wir sogar ein Max Payne Feature mit einbauen konnten. What the fuck ist das da oben? Nehmen wir mal so einen kleinen Stab mit. Das gibt dann meistens immer sehr fix. Sehr geiles Feature. Wirklich. Na, kann ich euch vertrauen? Ich tue es einfach. Ab in die Limo. Raus hier. Eine Videofrequenz. There was this priest that used to come around the orphanage, Father Alonso. Yeah, yeah, yeah. I know what you're thinking. Wenn ihr möchtet, that kind of story. Anyway, könnt ihr sie auch überspringen? The real fire and brimstone type of guy. Used to tell us kids that hell. Wasn't some bullshit story they made up to keep us in line. Danach werde ich das Video beenden. It was fucking real. A fucked up place. Where all the deadbeats, hookers, dealers and junkies all ended up. And if we weren't careful, that's exactly where we were gonna go. Fuck. If only it were that easy. Ja. Unser Checkpoint, nächster Checkpoint, nächstes Glück. In einem Parkhaus geht es weiter.